Moin Freunde, heute ist Eli dabei. Ich werde ein falsches Wort und ich werde dein scheiß Lambo zerkratzen. Also heute geht es darum, dass wir Pakete an die, wie nennt man das, an die Kunden von Elevate vorbeibringen, 5 Stück, aber gleichzeitig darf Eli den Lambo fahren. Ja. Auf diesen Lambo hat er schon 4 oder 5 Mal geschworen, dass er den zerkratzen wird. Heute darf er den fahren. Bist du nervös? Nein. Ich sag dir ehrlich, ich bin ja schon deinen Huracan gefahren. Das ging schon gut ab, aber ich kann das. Ja. Ich kann das. Ich hab Mario Kart Earnings im Dunkeln. Bist du wieder so frech, sagst du? Komm mal hier. Ganz kurz. Aber ich hab's dir erlaubt, ihn zu fahren, weil du es wolltest. Eine Sekunde, wo haben wir meinen Schlüssel? Ein Wort, hör großer. Ein Wort. Corsa? Ist korrekt. Erstmal Schaltung. Wo ist hier die Schaltung? Naja, du drückst auf die Bremse und drückst auf Start. Dann geht der Wagen an. Da, roter Knopf. So. Roter, ja. Aber heb den hoch. Ja. Ja, jetzt drückst du auf Bremse und Dings. Ja, aber kann ich nicht direkt Corsa? Nein, du musst erstmal anmachen. Bremse gleichzeitig drücken, großer. Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Ist Bremse. Nein, ist es nicht. Ich schwöre, ich drück Bremse hier. Ja, dann drück. Bremse? Ah, Schlüssel. Ja. Jetzt kannst du auf Corsa umschalten, indem du mit diesem... Bremse aufdrücken? Also du musst immer switchen. Drück mal runter, dann fühlst du das. Ja. Aber ich muss die Bremse dabei drücken. Ja, jetzt ist Corsa und du bist auf P. Warte. Sagst du, Polizeikontrolle ist angesagt? Polizeikontrolle. Was ist das denn? Mit einer Hand. Alles gut. Ja, wenn irgendwas kaputt geht, du hast das dafür. Alles gut mit einer Hand. Du verdienst gutes Geld, meint auch Monte. Alles gut mit einer Hand. Geradeaus? Rechts meinte ich doch, hast du Links-Rechts-Schwäche oder was? Alles gut, guck mal hier, zack. 30er-Zone, Eli, aufpassen. Soll ich nicht Corsa? Doch, du bist Corsa, kannst du. Ja, soll ich umschalten? Nein. Du fährst immer mit offenem Fenster, oder? Guck jetzt, zeig jetzt mal rum, guck mal hier. Wo ist die goldene Uhr? Alles gut, ah, ne, Diamant. Alles gut. Jetzt links, ja. Links einmal, Bruder. Links, danke. Links und dann geradeaus. Polizei hinter uns, ich guck jetzt, ich werd safe angehalten. Mach mal Corsa weg. Ich hab Autopapiere, glaube ich, nicht dabei. Warte mal ganz kurz, guck nicht nach rechts, nicht nach rechts. Wimmer? Alles gut, hä? Alles sympathisch, alles gut, hä? Sagst du, wir haben überlebt gerade? Wir werden safe angehalten. Also fahren wir mal im Kuder? Nee, lieber nicht. Jetzt die ganze Zeit geradeaus. Digga, der schaltet nicht. Also, Corsa. Ja, der schaltet relativ spät. Kann ich Schaltbette gedixert haben? Du kannst manuell machen, ja? Weißt du, wie man manuell fährt bei so einem Auto? Beide. Nein, dann fährst du neutral. Ja, ich will ja kurz neutral und den hier machen. Ja. Okay. Jetzt bin ich erster Gang. Ich glaube, jetzt schalte ich manuell, ne? Nee, die. Jetzt manuell. Komm hier. Egal, alles gut. Aber wie findest du den Unterschied zu der Mercedes krass? Von Antrieb nicht schon erst. Wie viel PS hat der? 650. Wie komme ich wieder in Drive? Ach, jetzt bin ich schon da. Antrieb nicht mal so krass, wie viel 650? Ja. Digga, aber der Sound, Hilfe. Höchstgeschwindigkeit 320, nach links. Aber Interieur ist halt Q7 oder Q8, glaube ich. Also das merkst du bei dem Lambo, wenn du mal Q8 gefahren bist, dann wirst du sehen. Interieur ist hier ganz ähnlich, aber ist auf jeden Fall ein gutes Auto. Ist auch konform. Ist ein gutes Auto, sagst du? Ja, ja, ist ein gutes Auto, Digi. Also, für das Geld ist ein gutes Auto. Antrieb nicht mal so ein krasser Unterschied zu meinem, weil meiner wiegt ja auch viel weniger. Aber es ist krass, wie das sich anhört. Und jetzt, wenn du runterschaltest? Wenn ich hier, du hast Glück, dass ich weiß, wie man hier manuell gerade richtig schaltet, sonst würde ich hier an den Dingern so viel rum. Ich hätte so einen aggressiven Zeigefinger. Zeig mal den aggressiven Zeigefinger. Ja, ich weiß ungefähr, wie es geht. Okay. Dritter, jetzt bist du mal runter. Ja, korrekt, großer. Ich denke, du bist im ersten Gang. Aber ich will Leerlauf und dann. Digga, kriegen wir heute noch so eine Anzeige. Warte geradeaus und dann da bei der nächsten Ampel rechts. Hier rechts. Wie viele Punkte hast du? Ein. Ein gestern. Punkt. Hier ist eine Radfahrerin, bitte aufpassen. Das habe ich alles im Blick, guck mal. Ganz gut. Eli ist jetzt auf der Autobahn. Was sagst du, Großer? Ganz schnell linke Spur, hä? Wer ist denn das hier? Was ist denn los, Großer, hä? Das habe ich dich schon mal. Aber Eli, wie findest du das Auto? Sei mal ehrlich. Digga, ist schon richtig. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Warum überholt ihr mich alle, ihr Dummköpfe? Digga, das ist, hier ist 80, Bruder. Ja, aber ganz ehrlich, das ist mir bei meinem Wagen auch aufgefallen. So, die wollen dich unbedingt überholen. So. Also, die wollen dich nicht durchlassen. Ja, genau, die lassen dich nicht rein und so. Das sind richtige. Aber Eli ist auch aufgefallen, das was viele Leute nicht nachvollziehen können. Wenn du so ein Auto fährst, machen richtig viele Augen, ja, und gucken auch. Alle gucken, alle gucken. Ja, wir haben gerade das erste Geschenk vorbeigebracht. Der Typ war, Digga, der war... Der war so abgekühlt. Der war mal so abgekühlt, Freunde, wirklich. Der, wir kommen so rein. Ja, ja, oh, ja, hab ich mit gerechnet. So, okay. Aber ich glaube, die sind alle immer sehr nervös. Wir fahren jetzt zum zweiten. Ich sag dir ehrlich, wie teuer ist der Wagen? Dieser, also ich habe ja fast Vollausstattung. Ich habe wirklich außer die Fernseher hinten und Panoramadach alles drin. 280.000 Euro. Bar gekauft. Ist halt eine Ansage, aber sei ehrlich, der Wagen ist wild. Ist sehr wild. Also, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin jetzt gerade in diesem normalen Modus. Ne? Der ist relativ entspannt, finde ich. Aber dieser Corsa. Du kannst halt mit dem Wagen, du siehst ja, du hast 7 verschiedene Modus, du kannst sehr entspannt damit fahren, du kannst sportlich fahren, du kannst wirklich Race-Modus angehen, da kannst du auch mit dem in Wald und so fahren. Und ich finde die Innenausstattung auch gut eigentlich. Also ja, wegen den ganzen Bildschirmen und alles. Das ist wirklich, aber Audi und VW gehört der Lamborghini, so gesagt. Und das ist geil. Das ist wirklich ein krasses Auto. Einziger Kritikpunkt, sag ich dir ehrlich, aber das ist Geschmackssache, ich hätte mir den nicht in Gelb geholt. Ich hätte mir den in Schwarz geholt. Ja, ich sag dir ehrlich, aber wo ich den geholt habe, konnte ich nur zwischen 4 oder 5 Farben aussuchen und Schwarz war voll bestellt. Ich konnte Schwarz nicht bestellen. Okay. Deswegen musste ich entweder Gelb oder Rot nehmen und ich war so rot, denke ich immer an Ferrari. Ja. Deswegen habe ich Gelb gewählt, weil Gelb ist ja die echte Farbe vom Lambo so gesagt. Was würdest du ändern an dem? Drinnenausstattung oder was stört dich? Was findest du beim Mercedes besser aus? Mercedes-Innenausstattung knallt halt schon gut rein. So Ambiente-Licht und so finde ich halt geil. Das ist bei meiner C-Klasse aber selbst nicht so krass viel, aber so vergleich das mal mit so einem S-Klasse oder so oder E-Klasse von. Also Ambiente nicht mehr übertrieben geil. Aber Freunde, bevor mich hier irgendwelche Leute hätten, ich bin nicht der krasse Auto-Experte, ich sag nur so meine Meinung. Aber wir sind diese hobbymäßigen Auto-Experte. Ja. Wir brauchen nicht diese Newtonmeter oder wie auch immer das alles heißt. Ahnung. Sondern so ein bisschen PS-Sound und das reicht schon. Ja, ich finde, ja. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass der von innen ein bisschen schlechter wäre, aber. Boah, warum? Weiß ich, keine Ahnung. Ich hab immer gehört, das ist ja. Digga, geiles Wetter. Geiles Wetter. Wo geht der Scheibenwischer? Hier, oder? Ja, Bruder, Scheibenwischer wie immer im Auto. Hier? Nee. Hä, bei mir ist rechts. Bei mir ist links Scheibenwischer. Ja, hier ist rechts, Bruder. Sagst du, einparken hast du geübt in der Fahrschule? Guck mal mit einer Hand, guck mal mit einer Hand. Ja, aber nur auf Kamera gucken. Guck mal in den Spiegel, wie man in der Fahrschule lernt. Nein, nein. Bruder, irgendwo. Ja, alles gut, mach dir keine Sorgen. Digga, das Auto ist 280.000 Euro. Ich park ein bisschen weiter weg vom Bordstein, okay? Okay, großer. Ich hab Angst. Okay. Super, ich sag ehrlich, gut geparkt. Ja, okay. Ja, okay, Hauptsache keiner zerkratzt mich. Also Freunde, wir waren jetzt bei dem zweiten, der hat sich richtig gefreut, ist auch ein Supporter das von war uns. Ein Supporter. Der hatte Nackenkissen, der hatte eine Zipjacke, der hat sich richtig gefreut. Der hat auch ein T-Shirt von der Winterkollektion. Hat er ein T-Shirt? Ja, ja, aber nicht an, aber die Mama meinte, er hat das zu Hause. Ja, also der hat es wirklich verdient. Und jetzt hat Eli die Chance, gleich auf der Landstraße / Autobahn das Auto ein bisschen zu fahren. Ich werde da so raufdrücken, wie so auf der linken Spur. Aber pass auf, hier ist ein bisschen mehr Linie. Ja, alles gut, guck mal, eine Hand, alles gut, mach ich mit einer Hand. So, jetzt fahren wir zu dem nächsten. Mal schauen, was für eine Frage wir ihm jetzt stellen. Die Frage seht ihr dann beim Alien-Video. Ey, aber das ist voll, die Lenkung ist voll geil. Bei mir ist das voll hart alles, bitte, aber ich kann das einstellen, ne? Mit Lenkrad eigentlich. Ja, wie das ist so. Bist du schon mal eine S-Klasse gefahren? Ne. S-Klasse hat so eine richtig geile Lenkung, sag ich dir ehrlich. So, Huracan hat ja eine richtig, also sobald du ein bisschen bewegst, spürst du es direkt. Mhm. Und hier ist die so eine Mischung zwischen Huracan und S-Klasse, finde ich. Okay. Monte will sich ja, der Rentner will sich ja einen Urus ziehen. Ach wirklich? Ja. Drittes Auto, hä? Der hat S-Coupé. Jetzt rechts abbiegen. Ja. Aber egal, werden wir sehen. Jetzt haben wir, wie lange haben wir vor? Der Mario Kart da links kann nicht mehr was machen. 51. Wie lange fahren wir? Digga, wir fahren 20 Minuten. Geht noch. Geht noch. Und dann der vierte und 5 Minuten. Also, am Ende der also wir sehen auch 15. In den was 15? 15 Minuten, dann bin ich da. Dann bleib ich. Ich fahre hier komplett regelkonform. Ist auch komplett. Oh, dieses Wetter ist nicht so warm. Ich war jetzt aber wirklich, ich schwöre, 120, ich war 122, völlig in Ordnung. Voll. Ich kann nicht verführen, wenn der Wagen so krass rumschreit. Eli
Andi und ich haben darüber gerade auf Cam geredet, dass der Urus doch schon geisteskrank ist. Aber dein Traumauto hast du schon öfter gesagt, oder? Der schwarze Huracan. Schwarzer Huracan. Aber da kann ich mir noch nicht meinen Rad leisten. Das dauert noch. Bitte in 500 Metern an der Ampel rechts. Hab das nicht gesehen, ne? Der schaltet bei 75 den zweiten Gang. Bei 75 den zweiten. Also nie gesehen, Digga. Links abbiegen. Aber würdest du sagen, der ist, also natürlich außer den Anzahlungsbetrag, den du bei Leasing machen würdest, falls du leasen willst oder finanzieren, normale Leasingrad, für den wäre so 2 bis 2,5, würdest du den zahlen, diesen Betrag, wenn du das Geld irgendwo hättest? Nee, ist ja geil. Ich bin da eher so Leasing bei so teuren Dingern, das ist schon, ich würde mir eher kaufen, so rein. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich mir den Safe holen, aber so 2.500 Euro Leasing knallt rein, sag ich dir ehrlich. Das tut bei mir schon, weil ich muss 1.200 Leasing zahlen und es ist nicht mal mein Auto, so. Das verbrennst du, das Geld. Aber du bezahlst so Erfahrung, aber der 2.500 ist ein Brett. Ja, 2.500. Bro, für dein Auto VIP-Leasing machst du ja auch schlau in meinen Augen. Ist natürlich nicht selbstverständlich und du bist ja mega dankbar, dass du das hast, aber du kriegst so eine Erfahrung für so ein... Wie viel kostet normalerweise bitte so ein Auto? 300 Meter am Ende der Straße. Naja, der erzählt, der kostet bestimmt... 100, meiner kostet 130.000. Ja, dann kostet der Leasing Safe 1,7 und dann aufgrund von deinem jungen Alter hättest du noch 4.000 im Jahr Versicherung oder so. Und jetzt, Bruder, wir fahren immer noch, einfach immer noch. Und da sieht man die Berlin-Rande, Digga. Wenn du das Video siehst, ne, bei dem wir das gerade gegeben haben, der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, ne, was wir für eine Weltleistung haben. Bitte 4 Kilometer den Straßenverlauf folgen. Mal anstarten. Digga, ein Video, hast du das Video gesehen? Das ist viel, es hört sich in echt tausendmal lauter. Danke, dass du das Auto zugemacht hast, Großer. Danke. Also, mein Freund. Bremse, dann das Ding hoch, Start. Und yalla. Ja, schon böse. Der schadet also wirklich. Ja, geh du mal, ich will einmal hinten hören. Auf Video kommt das Null rüber. Ja, ne? Krass, ne? Das hab ich auch gelassen. Gut, Großer, wir müssen weiter. Gut, danke dir auf jeden Fall. Danke. Fühlst du dich wie ein DHL, Mann? Bitte in 100. Ich hab so eine gute Ausbildung gemacht. Ich fühle mich so als DHL-Bote. Aber es macht Spaß, Freunde, wenn man die so, denen das Geschenk gibt und die sich so richtig freuen. Die freuen sich ja nicht nur über das Geschenk, sondern auch, dass sie uns so sehen. Und du siehst es voll in den Augen. Das ist echt ein geiles Gefühl, muss man sagen. Freunde, wir waren jetzt gerade beim letzten Typen. Das hat 7 Stunden gedauert. 7 Stunden. Ich meine zu meiner Freundin, ich bin 2-3 Stunden spät. Also da, ich bin jetzt 5 Stunden zu spät, aber egal. Wie findest du das Auto vom Außen? Erzähl mal, Großer. Freunde, Abschluss. Zum Abschluss nochmal abschließende Worte. Das Auto ist ein absolutes Brett. Werden dir gegönnt, Großer. Danke, danke. Ich bin schon gewohnt, also ich weiß, wieso der Wagen einigermaßen beschleunigt. Wie das Ding beschleunigt, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das knallt nicht immer. Der Sound. Ja, der Sound, Freunde, der Sound ist geisteskrank. Ich finde, Digga, dass es ein SUV ist. Also ich bin nicht der größte Autoexperte, aber wenn du im zweiten oder im ersten Gang bist und du diesen Corsa, so geisteskrank. Richtig geiles Auto, muss ich sagen. Aber wenn du mich jetzt fragst, abschließend, ich sag ehrlich, ich fand den Huracan cooler. Huracan fand ich. Das sind cool. Zwei verschiedene Fahrzeuge. Ja, zwei verschiedene. Deswegen kann man die nicht wirklich vergleichen. Wenn mich jemand fragt, Huracan oder Urus, dann ist es sehr dumme Frage so. Alles, jedes Auto ist cool. Aber dann würde ich den Huracan glaube ich. Und man muss auch sagen, abschließend, nur weil wir oder ich so ein Auto fahre, sind wir keine besseren Menschen und bla bla bla. Ja, nicht das, weil das viele sehen Format, das falsch. Freunde, ist hier nur ein Format. Und ja, sehr geiles Auto auf jeden Fall. So, die Erfahrung ist es alleine wert. Lasst hier jetzt ein Like auf das Video da, Freunde. Abonniert den Kanal kostenlos. Und wir sehen uns bald wieder. Ja, gut.